Hallihallo. Na, schon jemand da? Ich sehe bis jetzt keinen. Naja, egal. Auf jeden Fall willkommen zu dem Part 3 von Resident Evil. Heute gehen wir mal mit Carlos los. Und gucken, was der so drauf hat. Ich richte jetzt noch ein paar Sachen hier ein, die nicht so klappen wollten. Eigentlich wollte ich das Mikro umstellen auf das USB-Aufnahmegerät anstatt Wireless, deswegen das Käbelchen hier. Allerdings will das Mikro irgendwie nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Gucken wir gleich. Ich schalte mal gerade auf dem anderen PC parallel das ein, damit ich so ein bisschen die Verzögerung kennenlerne. Beziehungsweise die Audioqualität mitbekomme. Solange keiner von euch mir ein Feedback geben kann. Muss ich das selber regeln. So, gucken wir mal. Ich muss mal kurz den Kopfhörer abziehen. Hört sich gut an. Lass mal so. Gut. Dann machen wir mal Resident Evil an. Machen wir mich ein bisschen kleiner. So, dies Post. Oh, geht klar. Ich weiß nicht, ich habe gestern einfach das Spiel beendet. Nicht, dass wir irgendwie noch mit der Jill ein Stückchen weit spielen müssen. Aber das sehen wir gleich. Ich glaube, ihr hört nichts. Das müssen wir kurz ändern. Den ist in die falschen Lautsprecher ausgewählt. So, jetzt gibt's Ton. Sehr gut. Neue Bonis. Oh, Herausforderung. Ja, gut, das machen wir beim zweiten Playthrough. Konzept, Grafiken, Figuren. Alles klar. Ich mache mir noch parallel hier mal was meinen Browser an, damit ich den Chat mitbekomme. Das sieht gut aus. Dann wollen wir mal fortsetzen. Sehr gut. Also wir sind stehen
stehen geblieben. Die Jill ist im Zug ohnmächtig geworden, weil sie sich den Kopf gestoßen hat. Und wir sind jetzt am Polizeipräsidium. Mit einer ziemlich krassen Waffe. Und jetzt legen wir mal los. Okay, ich hab genauso dumm geguckt. Mist, verschlossen! Bleib bei der Tür! Ich erledige den hier! Komm doch her! Home. Wo ist der Kopf hin? Weiß nicht, mir egal. Erledigen wir den Job. Wenn unsere Infos noch stimmen, dann ist Bart im Stars-Büro. Finden wir ihn und nehmen ihn in Gewahrsam. Gewahrsam? Ich dachte, das ist eine Rettung. Haben wir was Neues hier? Nee, die teilen sich anscheinend auch nicht die Kiste. Carlos, sieh dir das an! Jo. Hab das Stars-Büro gefunden. Denk dran, Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen. Stars. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden und festnehmen. Okay, gut zu wissen. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Du bleibst hier und findest raus, was in der Station los war. Ich sag dir, wenn ich was finde. Hey, sei vorsichtig. Ja, du auch, Mann. Okay. Geh nochmal. So, gibt's hier irgendwas zu holen? Da liegt doch irgendwas. Nichts, was ich nehmen kann. Keep out. Okay, ich soll also draußen bleiben, bleib ich draußen. Alles klar. Gucken wir uns noch eine Runde um. Verdeckt. Alles klar. Bereich ist sicher. Kommen wir ins Wartezimmer? Oder ist es auch irgendwie gesperrt? Ajo. Einfach ein. Ja, okay. Ein paar Möbel. Und da liegt aber was. Alles klar. Nehmen wir alles gern mit. Oben rum. Gucken, was da auf der anderen Seite los ist. Das ist mal eine seltsame Tür. Lass sie. Wir sind wegen Bart hier. Okay. Okay, beim Ausweichen stößt er direkt zu, alles klar. Was ist das für ein Rätsel? Keycard? Wahrscheinlich. Ohne eine Stars-ID geht die nicht auf. Sicherheitsrichtlinien zur ID-Karte. Ja, 16. September 98. An jedes Mitglied der Truppe wurde eine ID-Karte ausgegeben. Mit dieser Karte können Sie ab heute alle Aufbewahrungskisten öffnen. Leihen Sie die Karte nicht aus und verwahren Sie sie sicher. Wenn Sie Ihre Karte verlieren, ist der Verlust umgehend zu melden. RPD Gebäudemanagement. Sehr schön. Ist ja fast wie bei uns auf der Arbeit. Ah!
Rinder. So ist das passiert. Was zur Hölle war das denn? Ist das witzig. Wenn wir leise sind, hören die uns nicht. Hey. Okay. Der zuckt noch. Witzig. Geht wieder los. Für die Begrüßung. Hier geht's nicht weiter. Was haben wir hier? Sturmgewehrmunition ist immer gut. T, bist du da? Da ist was echt Übles hier drin. Keine Ahnung, was das ist. Was echt Übles? Na gut, ich schau mit den Kameras. Pass auf dich auf. Da komme ich nicht weiter. Gucken wir mal. Hallo. Hab ich gesehen. Ich hab euch gesehen. Ey, ich halt voll rein, ne? Es sind einfach vier Leute, ich halt rein, keinen einzigen. Kannst du mal aufbleiben? Tschüss. Kommt hier rein? Ah ja, kommt hier rein. Witzig, wenn man einfach das Schloss zumachen könnte. Alles klar. Du Penner. Bleib liegen. Dabei. Schon Paranoia ist hier. Natürlich. Hey. Hallo. Hier. Soll ich was trinken? Der hat sich irgendwie sehr, sehr komisch bewegt. Tot? Nein. Ah. Schade. Mist. Kein Schlüssel. Verschlossen. Was haben wir hier? Leon hat noch nicht seine Einweihungsparty. Hey. Nice. Hätte ich jetzt den
Code des Tresors gewusst? Ich weiß es nicht mehr. Mist. Ich frage mich, ob es dasselbe ist wie im zweiten Teil. Ja, willkommen, Leon. Du hattest bestimmt einen tollen ersten Tag. Wird er noch haben. So. Da holen wir uns die Munition hier. Die habe ich schon von der anderen Seite gesehen. Jetzt muss ich mal nachgucken. Dieser Code. Moment. So. Jetzt gucken wir mal, ob der Code dasselbe ist wie im zweiten Teil. Das so, was war das? Polizeichef? Büro? Ich gebe einfach Büro ein. Safecode für alle Tresore. Da ist er doch. Das ist er nicht. Wo ist denn der? Warteraumkombination? Nein. Duschraum ist auch nicht richtig. Kanalisation. Da fehlt doch einer. Ah, da ist er doch. Links 9, rechts 15, links 7. So, jetzt bin ich mal gespannt. Links 9. Okay. Ist es vielleicht andersrum? Links 9. Ja, auch nicht. Egal. Anscheinend anders. Ups. Da komme ich nicht raus. Alles hier. Nee, da ist tatsächlich noch was. Festnahmebericht. Name Rodney Gray. Arbeitslos. Ehemals Elektriker. Tatverdacht illegale Herstellung und oder Besitz von Sprengstoff. Schilderung. Der Verdächtige wurde beobachtet, wie er sich am 19. September 1998 nahe Box Street, wie auch immer, auffällig verhielt. Der Verdächtige wurde einer Leibesvisitation unterzogen und es wurde ein kleiner Sprengsatz sowie ein Zeitzünder in seiner Innentasche gefunden, was zur Festnahme mit dem obigen Tatverdacht führte. Bei einer Hausdurchsuchung der Bleibe des Verdächtigen wurden 20 weitere selbstgebaute Sprengsätze in verschiedenen Stadien der Fertigstellung gefunden. Der Verdächtige war extrem engagiert und nicht beim vollen Verstand. Agitiert. Was ist ein agitiert? Habe ich auch noch nie gehört. Er sprach fieberhaft, als die Befragung begann. Einmal musste die Befragung wegen eines plötzlichen Kreischens des Verdächtigen unterbrochen werden.
Als die Befragung wieder aufgenommen wurde, machte der Verdächtige folgende Aussage. Bitte? Erregt, unruhig. Ah, erregt, unruhig. Agitiert, alles klar. Ich hab's nicht für mich gemacht, sondern für euch. Warum kapiert das niemand? Die Leichen greifen aus der Dunkelheit an. Ein Sturm zieht auf, aber der Regenschirm taugt nichts. Man muss ihn in die Luft jagen oder ihr werdet mehr als nur nass. Wir brauchen mehr Bomben. Wieso ging da gerade eine Tür? Sie kommen sehr bald schon. Wir müssen uns beeilen. Verbrennt sie, verbrennt die Leichen, verbrennt sie gut. Während der Befragung begann der Verdächtige sich heftig zu schütteln und setzte dann einen Schreienfall fort. Die Befragung wurde beendet und ihm wurde ein Beruhigungsmittel verabreicht. Notiz: Aufgrund der instabilen psychischen Zustands des Verdächtigen ändert sich seine Aussage von Moment zu Moment. Sein Delirium macht jedoch Dialog unmöglich. Wir warten derzeit auf die Ergebnisse einer ärztlichen Untersuchung seines Zustands. Die Sprengsätze von seiner Person und seiner Bleibe schienen extrem kraftvoll. Als Sicherheitsvorkehrung wurden bei der Beweisaufnahme die Batterie eines Zünders entfernt. Die Batterie wird im Schließfächerraum verwahrt. Wär's Drucken? Okay, vernehmender Beamte. Okay. Ah, jetzt wissen wir auch, wo vom zweiten Teil, woher diese Sprengsätze, die überall rumliegen, kommen. Nichtsdestotrotz müssen wir hier raus. Erschießen. Krank? Echt? Da oben? Nee, da oben ist niemand, aber hier war doch ein Safe Room. Internes Memo. Interner Bürobedarf Verlegungsermittlung. Hitzebeständiger Tresor mit Dreizahlenschloss vom Stars Büro in 2F. Ins Westbüro, ah, verlegt, alles klar. Links 9, rechts 15, links 7. Das ist doch dasselbe. Links 9, rechts 15, links 7. Das ist das, was ich gelesen habe. Habe ich irgendwas Falsches gedrückt? Na, kommen wir gleich wieder. Könnte ich die Dinger nur mit Kameras umbringen? Ja. Alles. Kann man eigentlich durchkombinieren. Ja. Kombinieren. Also, links 9. Okay. Ich habe zu früh die Leertaste betätigt, da hat er jedes Mal das abgebrochen. Sturmgewehrmuni. Okay. Ja gut. Gehen wir mal hoch. Warten lustige Abenteuer auf uns. Kamera!
Carlos, das Starsbüro ist geradeaus. Verstanden. Ich habe die Seite aufgerufen gehabt. Jetzt einfach alles rum. CDP hört sich an wie eine Partei. DCM. Far, Force, Fat, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es anders. Nachricht an Freund. Hector, wenn du das liest, bin ich bereits tot. Wenn du irgendwelche Geräusche aus dem Spind hörst, mach ihn nicht auf, bitte. Während du auf Patrouille warst, habe ich mich darauf konzentriert, einen Weg zur anderen Seite zu finden. Ich glaube, dass Sprengstoff unsere beste Chance ist. Ich konnte einen Sprengsatz an der Wand anbringen, aber wir haben keine Batterie für den Zünder. Ich glaube, ich habe letzte Woche eine zum Schließfachraum geschickt. Wir brauchen diese Batterie, wenn wir durch die Wand wollen. Also bin ich nach oben, dich suchen, weil ich weiß, dass du den Schließfachfächerschlüssel hast. Gerade als ich aus dem Duschraum rausgekommen bin, wurde ich angegriffen. Einer von denen hat mich gebissen. Ich habe die Wunde ausgewaschen, aber mir geht's immer schlechter. Ich muss dir wohl nicht erklären, warum du den Spind auf keinen Fall aufmachen darfst. Bitte mach dir keine Sorgen um mich. Mach einfach, dass du selbst so schnell wie möglich hier rauskommst. Dein Kumpel Wes. PS, mach dir keine Gedanken wegen der $600, die ich dir geliehen habe. Betrachte sie als Geschenk an. Viel Glück, Kumpel. Oh, das ist aber nett. Ich glaube, er meint diesen Spind. Na, lassen wir mal zu. Okay. Wir brauchen also eine Batterie. Und die ist weiter oben. Dann gehen wir mal hoch. Schlüssel. Was steht? Was ist auf dem Schlüssel, bitte? Schließfächerraumschlüssel. Okay. Hallo. Hallo, Freundo. Polizei ist draußen. Hey, das geht. Ja, da muss das unten auch gehen. Wahrscheinlich habe ich auf den falschen geguckt. Okay.
aus. Verdammt nochmal! Was soll die Blockade? Witzig. Das, was man bei Resident Evil 2 als selbstverständlich nimmt, einfach, dass alles blockiert ist. Hier alles cool so. Da regt sich halt auf. Das ist halt unnormal. Ist gut. Au. Okay. Alles klar. Das Ganze noch mal in gut. Okay, den Schlüssel habe ich. Jo. Das habe ich auch aufgemacht. Alles klar. Ja. Oh, verdammt nochmal! Was soll die Blockade? Ich frage mich, ob ich an denen einfach vorbeilaufen kann. Beim 2 gegen sie hören ja nur gut, aber sehen tun sie ja nichts. Nicht mit gezogener Waffe. So, eigentlich müsste ich an denen einfach vorbeilaufen. Bist du ja, Hackfresse. Okay, scheiße. Ach. Okay. Normalerweise kann man denen sich vorbeischleichen. Haben wir schon geknackt? Sehr schön. So, hallo. Hey Joe. Leider keine Waffen für uns hier. Schade. Ich frage mich, wie die Waffen für Jill sage ich schon, für Claire und Leon da reinkommen. Und nein, die beiden Tasten fehlen. Verrückt. Also, 104 müssen wir öffnen, 106 und 109. Jetzt gucken wir, was wir davon öffnen können. 104. Ja. Und 106. Und die 109. Gut. Meins. Munition und eine Handgranate, die nehme ich. Komm zu Papa. Gut, dass die anderen Fächer unwichtig sind. Und es in keiner Tastensammelaktion hier ausartet. Den brauche ich anscheinend nicht. Wegwerfen. Hier. So.
geht's weiter. Dunkelkammer. Westseite. Büro. Wir müssen ja zum Stars-Büro. Genau. Dafür müssen wir durch den Duschraum. Also wieder hoch. Dich habe ich da oben angeschossen. Zünder benutzen. 3 Sekunden. Okay. Schnell weg! So ist es zum Loch gekommen. Ah ja. Da bitte. Einer nach dem anderen zieht eine Nummer. Alter. Sehr schön. Voll mit Munition wieder versorgt. Das Arschloch wieder. Werfe ich eine Granate auf ihn? Ups. Das war dumm. Stars. Hoppla. Die Kamera ist ja... So, so ist besser. Dr. Bart. Oh Gott sei Dank. Weißt du, wie lange ich schon versuche, jemanden zu erreichen? Keine Sorge, wir holen sie da raus. Wo sind sie jetzt? Gefangen in einem verdammten Krankenhaus, von allen möglichen Monstern umzingelt. Hör zu, schick einfach die Stars. Die wissen, was zu tun ist. Nein, negativ. RPD ist auch überrannt. Dann lass dir was einfallen. Umbrella ist durchgedreht. Die bringen all ihre Forscher um. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt. Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt nochmal rausholen kann.
Der gefällt mir. Ja, dachte ich mir. Du hast ihn gehört. Wir können ihn nicht der Firma übergeben. Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Ich sehe mal im Computer nach und schaue, ob ich den Doc orten kann. Dann schau mal nach. Das wird etwas dauern. Sieh dich um. Guck, ob du was Nützliches findest. Eine Blendgranate, die ich verworfen habe. Dankeschön. Was gibt's hier? In der Waffenkammer. Alles leer geräumt. Hilfesprays bzw. die Kräuter hier. Mach mal so, genau. Hier ist halt nichts. Ah doch, hier. Gut. Ups. Warum bin ich hier dann? Was gibt's hier? Bericht über den Villenzwischenfall. Dieser bizarre Vorfall ereilte sich in einer Villa der Umbrella Corporation in der Arklik-Bergen. Das Bravo-Team der Stars wurde am 23. Juli entsendet, um eine Reihe von mysteriösen und grausamen Morden zu untersuchen, aber der Kontakt zu ihnen riss unerwartet ab. Am 24. Juli wurde dann das Alpha-Team ebenfalls entsendet und die Ereignisse der nahegelegenen Villa verwickelt. Der Vorfall gipfelte in der Zerstörung der Villa. Es gab zahllose Opfer. Die einzigen Überlebenden waren 5 Mitglieder von Stars. Die Ereignisse lassen sich auf illegale Biowaffenexperimente im Umbrella-Labor unter der Villa zurückführen. Das T-Virus, das in diesen Experimenten verwendet wurde, konnte die Anlage verlassen. Es wird angenommen, dass es die Grundursache all dieser Vorfälle ist. Jedoch wurden alle Beweise zusammen mit der Villa zerstört, was weitere Untersuchungen extrem schwierig gestaltet. Ist das Jill da vorne? Yep. Gibt es hier noch irgendwas? So, hier gibt es nichts mehr. Doch. Da vorne? Truhe? Hier muss doch noch irgendwas geben, sonst wäre der Raum nicht rot. Das habe ich. Schubladen gehen nicht. Schränke auch nicht. Hier drin. Ah, das Ding. Deswegen ist es noch rot, aber da brauche ich die Karte von den Stars. Gut, gucken wir mal weiter. Ja, was ist? Ein Kleist? Jemand verletzt? Jill? Was? Jill! Jill, was war das? Sag was! Zieh, ich muss los. Tu, was du musst. Ich kümmere mich um Bart. Immer in die andere Richtung. Etwa nur ich überlebt.
glücklicher Zufall. Zur neuen UBCS-Waffe. Gute Neuigkeiten, Schlappschwänze. Ich habe ein paar neue Waffen für euch, mit denen ihr garantiert eurem Mann stehen könnt. Sie heißen Minengranaten. Diese Schätzchen wurden von der Umbrella Militärforschungseinheit entwickelt und werden euch heißer machen als euer Schatz, der zu Hause auf euch wartet. Sie sind schwer zu finden und etwas knifflig in der Handhabung, aber vertraut mir, sie sind es wert. Okay, schauen wir uns mal die Daten an. Minengranaten wurden für den Gebrauch mit Standardgranatenwerfer konzipiert. Versucht ja nicht, sie in etwas anderes zu schieben. Feuert sie gegen die Wand oder den Boden und sie bleiben genau da kleben. Der Sensor in der Mine erkennt, wenn sich ein Gegner nähert und explodiert, wenn dieser in Reichweite kommt. Werft sie also einfach einem Gegner in den Weg und ihr habt eine Landmine. Unfair. Gibt es im Kampf nicht. Mit diesen Riesenfreaks nicht. Also geht da raus und kämpft schmutzig. Okay. Das bedeutet, ich muss auf jeden Fall den Granatenwerfer mitnehmen. Streue ich auch mal. So, herausnehmen. Bin mir nicht sicher, was ich mitnehmen soll und was nicht. Ich glaube, die verstaue ich, da habe ich eh kaum Munition. Sollte dann passen. Ja, den nehme ich mal mit. Vorsichtshalber. Und abspeichern. Bevor ich weitergehe, mache ich eine kurze Pause. So 15 Minuten. Bis gleich.
So. Jetzt geht's weiter. Jetzt bin ich motiviert. Moment, bevor ich das mache, wo habe ich abgespeichert? Habe ich überhaupt abgespeichert? Kamera. Passt doch. Ich probiere es. Thank you.
Jetzt machen wir was anderes. Wir laden mal den anderen Spielstand. Warte mal, 4.4. Ja, das passt. Muss ich zwar noch 10 Minuten spielen, aber das ist auf jeden Fall. Dann kann ich wenigstens Waffen nehmen. Weil das ist irgendwie nix. Da habe ich sie alle abgelegt. Und alles scheiße. So, verstauen. Die brauchen wir nicht. Rausnehmen. Passt. Handgranaten. Messer verstauen. Handgranaten dafür raus. Ja, ja. So ein Bockmist. Noch am Leben. Ich muss weg hier. So, Rettungsbroschüre. Der Uhrturm St. Michael ist ein Gebäude im Barockstil, das im Herzen von Raccoon City steht. Es ist ein geliebten Wahrzeichen geworden und gilt vielen Bürgern Symbol für die ganze Stadt. Die Kirche St. Michael erbaute diesen Turm 1908 mit der Hilfe mehrerer Philanthropen. Er ist den Kindern gewidmet, die der Entwicklung der Stadt geboren wurden. Und das Erdgeschoss wurde lange Zeit als Grundschule genutzt. Die Stadt sah weiter zum durch eine rasche Elektrifizierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und die St. Michael Grundschule wohl auf über 600 Schüler. Okay. Leider wurde die St. Michael Schule ein geschlossenes Gebäude anfing, altersbedingte Schäden auf 200 Uhr wurde gestoppt und es wurden strenge Zutrittsbeschränkungen für das Gebäude erlassen. Jahrelang war dieses einst so beliebte Wahrzeichen und der Platz davor gesperrt. Aber in den 1990ern arbeitete der Umbrella Corporation mit dem Bürgermeister an, die Gegend zu renovieren und wieder zu eröffnen. Dieses Mal sollte an der Messe ein Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Dann wurde offiziell wieder eröffnet und da klang der. Okay, also gut, das bringt mir auch nichts. Ich dachte, da steht irgendwas von Beschädigung und ich. Eine Schwachstelle oder sonst irgendein Kack. Aber nein. Nope. Gut. Mal schwimmen. Carlos, melde dich. Ja, was ist? Ach, vergebens. Der Zug ist entgleist. Entgleist? Ist jemand verletzt? Die sind alle tot. Mikhail, sie alle. Ach, Scheiße. Nikolai hat uns verraten. Halt, was? Was zur Hölle? Eventuell schneide ich aber auch später raus, wenn ich versuche, dann wird es auch noch klar. Ich finde es irgendwie auch unnötig, dass ich da jetzt gefühlt mit Fisten versucht habe, zu killen. Gucken wir mal, ob es jetzt klappt.
einmal los. Verrecke! Geschafft. Bitte? So ungefähr. Interessant. Du hast mir einen Gefallen getan, Miss Valentine. Du mich? Was ist los? Jill wurde infiziert. Ich bring sie zum Krankenhaus. Vielleicht kann Dr. Barth sie retten. Okay, ich treff dich da. Halt nur durch, Superkopf. Das wird schon. Bevor es weitergeht, muss ich mal kurz ein ganz kleines Päuschen machen. Bis gleich.
So, machen wir mal hier ein bisschen weiter. Gab es bei uns noch irgendwie draußen Rauch? Muss ich mal gucken, wo es kam. Polizei ist vorbeigefahren. Wer weiß, was da los ist. So. Versprochen. Oh, man kann ja... Achso. Mittel geben, alles klar. Gut. Dann speichere ich mal hier. Bald sollte auch mal unser Essen kommen. Ich denke mal, wenn das da ist, werde ich den Stream beenden. Können wir in Ruhe essen und den Abend verbringen. Und wenn ich Lust habe, mache ich später noch den vierten Teil. Wenn nicht, dann gibt's ihn morgen Abend. Gucken wir mal. Ich habe jetzt so lange mit diesem Bosskampf Nemesis verbracht. War schon sehr schlauchend. Tyrell, wo ist Bart jetzt? Muss im Labor hinten sein. Halt durch, bin unterwegs. Verstanden. Oh. Carlos, over. Was meinst du, Schatz? Okay, ja, aber man sieht halt nicht, woher der Rauch kommt, ne? Okay, ja, vielleicht grillt ja wirklich jemand bei sich. Aber das riecht schon extrem danach. Hm, eigentlich nicht, ne. Oder ist es halt... brennt wirklich irgendwo. Komm ich da durch? Ich hab keine Zeit dafür! Ich bin noch extra zurückgegangen, aber dann habe ich mich abwenden lassen. Blödes Zombiefleisch. Naja, das ist halt... Riecht nach Gefahr. Genau, riecht nach Gefahr. Das wittert auf die Katze. Kleiner Raum, was soll denn das noch sein? Oh. Spencer, Foto von Spencer. Okay, ja. Was gibt's denn hier noch? Wird mir noch rot hier markiert? Wieso? Übersehen. Messer habe ich. Sehr, sehr seltsam. Na gut. Alles ein Dietrich? Na, die Jill ein Dietrich? Zumindest in ihrer Truhe ist einer.
willkommen beim Büro von Dr. Nathaniel Bach. Bitte sprechen Sie Ihr Anliegen deutlich ins Mikrofon. Was ist das für ein Rekorder? Pflegetagebuch. Jeden Tag bringen Sie weitere von diesen Patienten mit der rätselhaften Krankheit. Die Beurteilungsmittel stoppen ihren Beruhigungsmittel stoppen ihren Delirium nicht. Deshalb müssten wir sie in Zwangsjacken stecken und sie in dem Isolationsflügel transferieren. Das Problem ist aber, dass der Isolationsflügel bereits aus den Nähten platzt. Der Direktor hat uns befohlen, jeden mit Symptomen kostenfrei aufzunehmen. Aber was erwartet er von uns? Sollen wir ihnen gute Besserung wünschen? Wir haben keine Heilungsmethoden. Und das ist noch nicht alles, was mir Sorgen macht. Wenn diese Patienten sterben, werden sie nicht von normalen Bestattungsdiensten mitgenommen. Man hat uns gesagt, es sei eine Sonderabwicklung, um zu verhindern, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich denen das abkaufe. Miranda hat gesehen, wie einige Typen nachts eine Leiche durch die verbotene Tür geschoben haben. Warum? Wohin? Was geht hier vor sich? Ja. Was geht hier vor sich? Dr. Barth, sind Sie da drin? Ich bin hier, Sie zu retten. Öffnen Sie die Tür! Ja. Stimmen. Buster. Was für ein Sci-Fi-Mist ist das denn? Okay. Sehen. Hey. Der hat keinen Kopf mehr. Der ist ziemlich kopflos. Hier noch irgendwas? Raucherraum.
Fackel. Hat sich nach einem. Ah, oh, Aktenraum. Das ist ein Safe Room. Pflegetagebuch. Wir haben mehr als 20 Patienten mit der rätselhaften Krankheit aufgenommen. Patienten im Isolationsflügel zeigen schwere Nekrose der Extremitäten, Fieber, musitierendes Delirium und Anzeichen von Hypophagie. Okay. Möglicherweise eine Infektion. Haben alle Antiseptika ausprobiert? Immer noch keine Blutergebnisse, Forschungsflügel zurückbekommen. Nochmal nachfragen. Dr. Jung wurde gebissen, als er einer der Patienten behandelte. Wir haben die Wunde desinfiziert, aber sein Fieber lässt nicht nach. Nichts zeigt Wirkung. Mittlerweile ist in der Ambulanz reinste Anarchie ausgebrochen. Die Patienten delegieren und werden zunehmend gewalttätiger. Gewaltiger. Wir haben auch die Mitarbeiter herbestellt, die dienstfrei hatten. Jetzt heißt es, alle Mann an Bord, wir müssen dieses Chaos eindämmen. Das ist wie bei uns gerade, ne? Ein bisschen Corona-mäßig. Kein Wunder, dass das mit hier Zombie-Apokalypse immer wieder verglichen wird. Naja. So, aber gerade hat das Essen geklingelt. Ich werde jetzt dementsprechend hier in dem Safe Home, abspeichern und werde erstmal schnabulieren. Dementsprechend speichern wir hier drüber. Falls ich keinen Bock mehr habe, später nochmal zu streamen, wünsche ich euch noch allen einen schönen Abend, beziehungsweise viel Spaß. Hoffentlich habt ihr Spaß gehabt beim Gucken. Ich denke, wie gesagt, den Nemesis-Teil werde ich noch rausschneiden. Ja, an sich, schönen Abend. Haut rein.